Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielebewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Memphis Depay hat eine Karte bekommen, die Rarity 134 heißt, wie man da unten sieht. Aber es ist eine Fantasy-Karte, die kann sich upgraden und den schauen wir uns jetzt genauer an. Gut, 1,76 groß, hoch, gering, Arbeitsrate. Starker Fuß rechts hat 5 Sterne Skills, leider nur 3 Sterne schwacher Fuß. Wir haben da mit Stürmer, Mittelstürmer und linker Flügel zumindest ein paar Alternativpositionen, spielt bei Atletico jetzt, also von Barca zu Atletico gewechselt in der La Liga. Ich werde den als Stürmer spielen, darum habe ich ihm Hunter gegeben. Ansonsten glaube ich, wäre auch noch ZOM eine gute Position mit einem Engine dann. Antritt geht auf jeden Fall da jetzt auf 96 und das Sprinttempo auf 98, Stellungsspiel auf 93, der Abschluss auf 96, die Schusskraft auf 95, 87 Weitschuss, die Volleys gehen nochmal hoch auf 94 und die Elfmeter auf 88. Also Tempo und Schusswerte schauen eigentlich schon sehr gut aus. Das Passspiel schaut sehr gut aus eigentlich auch mit 91 Übersicht, 91 Effet, hat 87 kurzer, 82 langer Pass, 90 Flanken. Also das ist auf jeden Fall eine Karte, den kann man offensiv in einigen Positionen spielen, also am Flügel, ZOM und Stürmer sehe ich den definitiv. Dribbling spricht eigentlich am meisten für die Flügel- bzw. ZOM-Rolle mit 84 Beweglichkeit, 85 Balance, 88 Reaktion, 91 Ballkontrolle, 91 Dribbling und 84 Ruhe. Sind sehr stabile Werte, hat einen Unique Body Type, also da kann man auf jeden Fall mal nicht meckern. Aber bei der Defensive ist dann natürlich nichts los. Klarerweise ist ein sehr offensiver Spieler, 85 Ausdauer ist gut. Die Sprungkraft und Kopfballpräzision sind noch einigermaßen in Ordnung. 89 Stärke ist auch gut und 78 Aggressivität. Und wie ich schon erwähnt habe, kann sich der upgraden. Ab dem 17. März kann er sich viermal insgesamt upgraden. In 3 Spielen muss er auf dem Platz stehen, in 6 Spielen, dann bekommt er ein plus 1. Ich glaube, das könnte er schaffen. Ich weiß nicht aktuell, ob der Stammspieler ist bei Atletico, aber die Qualität sollte er eigentlich haben. Und es gilt ja, glaube ich, auch, was ich weiß, Einwechslung. Also ich glaube, ein plus 1 wird er auf jeden Fall bekommen. Für Stürmer und Mittelfeldspieler gilt dann auch noch in diesen 6 Spielen 2 Tore oder Vorlagen. Nochmal ein plus 1. Auch das traue ich ihm definitiv zu. Und sein Verein muss in diesen 6 Spielen ein Spiel gewinnen, bekommt er ein plus 1. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein plus 3 bekommen kann. Verein vermeidet eine Niederlage in den nächsten 6 Spielen, wird nochmal eine plus 1 geben. Das ist natürlich schon schwer, dass man 6 Spiele am Stück nicht verliert. Atletico ist zwar eine sehr defensive Mannschaft, aber ich glaube, die sind heuer nicht so gut drauf. Aber wer weiß, also möglicherweise ein plus 4, aber ich glaube, ein plus 2 kann man auf jeden Fall rechnen bei der Karte. Dazu hat er dann mit Flair und Außenriss auch noch 2 gute Trades. Spielmacher, Distanzschütze und Dribblingtechniker für die CPU. Wie gesagt, meiner Meinung nach das Einzige, was da jetzt auf der Karte ein bisschen negativ raussticht, sind die 3 Sterne schwacher Fuß. Aber das schauen wir uns genauer an. Das ist das Team auf jeden Fall, mit dem wir heute spielen werden in der Weekend League. Ich habe da eine Leihkarte auch, den habe ich für 12 Spieler, den benutzen wir jetzt mal ein bisschen. Haben eine stabile Totti-Verteidigung und dann würde ich sagen, wir starten und testen Depay. Ja, Depay mit einem guten Lauf. Wow, schade, aber Elfmeter. Also 88 Elfmeter hat Depay. Schauen wir, wir überraschen ihn auf die rechte Seite. Yes, nice. Ja, schöner Lauf von Depay wieder, das war der Schwache. Ja, Depay ist da gut frei, wir ziehen direkt ab. Ja, schade, wir haben da mal ein bisschen Skill probiert, aber ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Das Spiel ist so verzögert, das ist Wahnsinn. Ja, es war ein guter Lauf von Firmino auf Depay dann, schade. Ja, guter Lauf von Depay. Schade, echt. Ja, guter Pass von Depay auf Firmino. Ja, nochmal Elfmeter. Jo, in die Mitte geht auch. Ja, guter Lauf von Depay, wieder auf Firmino. Also, ich glaube, man sieht, dass das Spiel nicht rund läuft. War ein guter Lauf wieder von Depay. So, ein bisschen das Dribbling ausgenutzt, dass er dann abgeblockt wird, schade. Yes, super, schön abgeschraubt Depay. Ja, schade, war ein super Pass auf Firmino eigentlich. Ja, super Lauf von Depay. Und der Pass kommt auch an. Ja, das muss doch eigentlich das Tor sein. Ey, du Drecks. Ja, Depay mit dem Lauf. Komm, du musst doch mal schneller sein wie so ein Ben White.
Ich treffe aus dem Spiel, kann ich nicht treffen mit ihm. Ah, wieder guter Lauf von Depay. Yes, jetzt passt er endlich. Und es ist so verdient, Alter. Es ist so verdient. Ja, wieder guter Lauf, aber er ist da immer ein bisschen zu langsam, was die Verteidiger angeht. Ah, das war der schwache Fuß. Ja, sei nicht im Abseits jetzt. Yes, ich glaube, das war sogar der schwache Fuß. Ah, gute Aktion aus der Drehung. So, und auf der PS4-Version eine super Kombination von Depay gleich mal im ersten Spiel. Sehr, sehr nice. Ja, schöner Pass auf Bobby Firmino, aber ja, seine Verteidiger machen es. Ja, schade, schön mit dem Skill eigentlich. Das war ein angeschnittener Schuss. Ja, guter Pass auf Firmino. Natürlich wieder mal abgeblockt, man kennt's. Ich weiß nicht, war das ein schwacher? Yes, Abstauber von Depay. Ja, das ist wieder so eine Situation, da fehlt ihm ein bisschen der Körper halt gegen Ramos. Ja, schade, er hat sich dann noch gut durchgesetzt, aber das Tempo ist mit dem Hunter mäßig, muss ich sagen. Ja, war leider abseits. Knapp abseits, schade. Ja, von der Beweglichkeit kann man ja nichts sagen, aber... Nice, 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 nice. Ja, gut von Memphis auf Kilian. Let's go, let's go. Ja, schade, da haben wir jetzt mal einen Skill probiert. Ich komme leider so selten dazu. Ja, also wie gesagt, gegen so Verteidiger, ihr seht das da eh immer wieder, da fehlt ihm halt einfach die Stärke. Ja, Depay nicht im Abseits. Ah, da war zu wenig aufgeladen. Ja, schwerer Winkel. Ja, sehr lucky, aber er ist gut gestanden. Ja, ich befürchte Abseits, oder? Na, aber Toti Courtois. Gut, abschließendes Fazit mit Memphis Depay. Wir haben 6 Spiele gemacht. Das 7. Spiel war wieder ein Gönner, der bei 0:0 rausgegangen ist auf diesen tollen Servern, auf denen man da spielen darf. 8 Tore, 3 Vorlagen. Muss sagen, prinzipiell habe ich die Karte sehr gut gefunden. Das Einzige war das Tempo ein bisschen. Meiner Meinung nach fühlt sich das nicht so krass an wie 96 Antritt und 98 Sprinttempo. Woran das liegen mag, ich weiß es nicht, aber wenn einen dann Verteidiger überholen, auch auf der PS4-Version und auf der PS5-Version sowieso mit diesem Lengsi, mit so einem Tempo, weiß ich nicht. Irgendwas ist da halt dann komisch, aber ist so. Stellungsspiel war gut, immer wieder gut da gewesen zum Abstauben. Der Schuss generell eigentlich gut, außer mit seinem Schwachen, aber das weiß man ja ohnehin. 3 Steine schwacher Fuß, wenn man da mit dem Schwachen schießt, da muss man halt schon ein bisschen Glück auch haben. Ich glaube, wir haben Tore damit geschossen, wenn mich nicht alles täuscht, aber es sind auch ein paar ordentlich drüber gegangen. Wolke 7, möchte ich jetzt mal sagen. Passspiel hat sehr gut funktioniert eigentlich immer wieder. Mit Bobby Firmino eigentlich auch immer wieder so ein bisschen abgewechselt. Bei ihm ist mir aber schon irgendwie auch krass aufgefallen. Ich spiele ihn als Stürmer. Er hat hoch gering Arbeitsrate und ist sehr oft zurückhängend gewesen. Ich habe ihn dann zweimal auf ZOM gespielt und auf ZOM hat er mir eigentlich am besten gefallen, muss ich sagen. Ich habe ihn absichtlich als Stürmer die meiste Zeit probiert, weil mich das interessiert hat. Aber auf ZOM meiner Meinung nach besser performt. Das Dribbling war voll in Ordnung. Da könnte man natürlich überlegen, wenn man ihn auf ZOM spielt, einfach einen Engine zu geben. Dann ist natürlich der Schuss nicht so krass, aber ich glaube, das wäre auch eine gute Alternative, um die Beweglichkeit nochmal zu boosten. Aber die ist eigentlich sehr gut. Also ich will nicht sagen, dass die schlecht gewesen ist. Was ein paar Mal aufgefallen ist, ist, dass er halt einfach mit seiner Körpergröße und mit seinem Bodytype, obwohl er 89 Stärke hat, doch immer weggedrängt wird von den Verteidigern und sich da nicht durchsetzen kann. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich weiß nicht, ob das nicht auch an diesem verzögerten Gameplay liegt. Also ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal wissen, schreibt es mir unten in die Kommentare, wie sich das bei euch spielt. Aber ich habe in
glaube ich, von diesen 6 Spielen jetzt in 4 Spielen das Gefühl gehabt, ich steuere alles nur LKWs. Die gegnerischen Spieler sind alle viel beweglicher, viel schneller, viel spritziger. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt zwar 4 Spiele gewonnen aus diesen 6 Spielen, die ich gemacht habe, aber es macht halt so ein Sieg wenig Spaß, wenn man so krampfhaft und mühsam sich da hintasten muss. Das ist halt, weiß ich nicht, ein bisschen mein Problem mit diesem FIFA. Aber wie gesagt, ansonsten finde ich die Karte eigentlich sehr, sehr stabil. Und wenn er Upgrades bekommt, und ehrlicherweise gehe ich davon aus, dass er mindestens 2 Upgrades bekommt und auf 91 hochgeht. Das heißt, er bekommt dann auf alle Werte zumindest nochmal +2 drauf, wenn er auf 91 hochgeht, wenn er ein +2 bekommt. Dann ist die Karte auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Vielleicht auch mehr, wenn EA ein bisschen was gönnt, wenn die vielleicht +2 geben bei einem Upgrade und nicht nur +1 überall auf alle Werte. Also unterm Strich traue ich denen sogar zu, dass sie eventuell +4 holen. Halte ich eher für unwahrscheinlich. +3 denke ich könnte was werden, wenn er auch regelmäßig spielt. Also ich habe den Spieler nicht wirklich verfolgt in letzter Zeit, aber ich hoffe, dass er halt spielt und da zumindest 2 dieser Upgrades mitnimmt. Dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Und wenn er dann mehr noch mitnimmt, dann wird die Karte auf jeden Fall top. Also mit 4, wenn er auf eine 93 hochgeht, dann lohnt sich die Karte auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen von ihm. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne den Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.